So, servus zusammen. Also wir haben, wie ihr hinter mir seht, unsere schöne 45er neu bestückt, komplett mit Holz. Und das sind Holzgriffe von Beastmaker, Holzgriffe von Strongholz und Holzgriffe von Hardwood dabei. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz was. Und zwar eine Sache, die uns ganz am Herzen liegt, dass die Wand eben auch lange schön und gut bekletterbar ist. Wir haben hier eben auch Holztritte und kombiniert mit grauen Spackstritten. Und da wäre es uns wichtig, sprich das Thema No Foot on Wood. Das heißt, wenn ihr euch Bowler definiert, wenn ihr bowlert, möglichst diese kleinen Tritte nutzen und nicht zu viel auf den Griffen rumsteigen, weil wir können die Griffe selber jetzt nicht putzen. Die werden dann halt einfach mit der Zeit immer schlechter und kriegen halt dann immer den Gummi von den Kletterschuhen ab. Deswegen wäre es cool, möglichst immer die Tritte zu benutzen und die Griffe, wenn es geht, auch immer zu bürsten. Dass das Ganze möglichst langlebig ist und möglichst lange hält. Und dann zeige ich euch noch eine Sache, und zwar haben wir, wie schon letztes Jahr auch, unsere 45er auf der App Retroflash. Die ist komplett kostenlos für euch. Da könnt ihr euch anmelden und könnt Bowler definieren. Ähnlich wie am Kilterboard, könnt euch die Bowler speichern und könnt da eben sehr gut damit trainieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß, testet die Wand und gebt uns gerne Feedback.